Hallo, ich grüße euch von Ela Stempelblume. Entschuldigung, jetzt habe ich noch einen Frosch im Hals, ne? Das ist ja klasse. Also auf einer Wunsch wird dieses Video gedreht und ich glaube, vielleicht interessiert es ja auch noch mehrere. Und es geht hier um Bandur. Ich hatte damit eine Karte gezeigt, die siehst du ja da im Hintergrund. Und es hatte mich jemand gefragt, ob ich das Set nicht mal vorstellen kann, weil eben halt ja Interesse besteht, wie viel oder was eben halt da drin ist in den Framelits. Das Tolle ist, na, was heißt das Tolle? Also einmal ist es hier das Stempelset. Was ich schade finde hier, dass es in Englisch ist, aber mir ist es egal gewesen, ganz einfach, weil ich ja sofort begeistert war von dieser Tür. Und ich habe zum Beispiel hier jetzt, ich meine, klar, du siehst hier Hello, das versteht jeder Hallo. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe einfach einen Tesafilm genommen, mir das abgeklebt und das Ganze eben halt hier. Mit dem Stempelset kurz gefasst, Party gestempelt und eben halt den Pfeil. Das fand ich ganz süß. Und hier drinne siehst du jetzt, warte mal, ich versuche das jetzt nochmal. Alle guten Wünsche und das. Das ist aus dem Set. Das haben wir auch in dem neuen Katalog und das heißt perfekter Geburtstag. Das wäre dann das. Habe ich da. Da habe ich dieses und diesen Schriftzug genommen. Und eben halt die schönen Kerzen dazu. Also das ist eben da mit drin. So. Wollte nur zeigen, was ich dann eben halt selber noch zusätzlich nehmen musste. Oder wollte einfach. So, ihr habt in diesem Produktpaket. Die Framelits, das sind die hier. Und du siehst jetzt hier oben diesen, dieses hier. Das ist eben halt hier oben dieser Streifen, der dann dran kommt. Dass es so aussieht, da rollt jetzt diese Tür dann lang. Ich habe es oben und unten hingesetzt. Dann hast du diese Führung für deine Tür, wo du ja dann mit Dimensionals noch arbeitest, so dass du deine Tür eben halt hin und her schieben kannst. Dann ist die Tür separat zum Ausstanzen und du hast, was ich ja auch hier benutzt habe, diesen Kranz, den du stempeln kannst und dir gleichzeitig mit dem Framelits ausstanzen kannst. Naja, und hier siehst du dann eben halt die, ja, wie sagt man, Rollen, die du ausstanzt, was du hier oben siehst. Und dann noch dieser Kranz, das habe ich dir gesagt. Ach so, und hier diese total niedliche Türklinke. Also ich finde die total süß. Ich habe sie mir einfach ein bisschen gebogen, damit das so ein bisschen erhaben aussieht, wie du siehst. Geht das so? Ja. Und so sieht es eben halt wirklich aus wie so eine Türklinke. Naja, und dann hast du eben halt hier für den Kranz, da kannst du separat nochmal die Blümchen ausstanzen, wenn du jetzt nur die Blümchen haben möchtest. Und einzelne Blümchen hast du noch da, die du ausstanzen kannst. Na, wo haben wir es? Da, da und da. Und hier hast du einen Kranz, der ist, das ist dieser hier. Und du hast da eben halt einfach nochmal, dass du die Schleife ausstanzen kannst. Finde ich auch nicht schlecht. Und das soll hier nochmal so ein kleiner, ja. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, dass es auch so eine Art Kranz nur viereckig sein soll. Weil,
Den habe ich eigentlich gar nicht, wenn du es so willst. Das ist hier leider gar nicht drauf. Aber dann werde ich schon mal gucken, was das dann irgendwie sein soll. Ja, ich glaube, ich habe alles dazu erklärt. Und denke mal, dieses Set ist einfach zu schön. Also ich habe da auch noch einiges mit vor. Und eine Sache, die mir auch eingefallen ist, also das werde ich euch dann aber beim nächsten Mal zeigen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen oder dir gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach her damit. Kein Problem. Ich würde so gerne vieles machen. Ich habe so viele neue Sachen, aber leider geht es im Moment nicht. Ich mache mal zwischendurch, weil ich einfach im Moment ja meine Weihnachtsmänner noch in Auftrag habe und die Explosionsboxen. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.